Hallo, liebe Studierenden. Wir sind in der Aufgabe Optimierung unter Nebenbedingungen. Ich hatte gerade die ganze Aufgabe schon mal vorgerechnet, aber ich hatte blöderweise das Mikrofon nicht angestellt, sodass der ganze Film ohne Ton gelaufen ist. Das ist natürlich blöd, aber deswegen, es geht ja nur darum, quasi die Lösung vorzustellen. Deswegen habe ich gedacht, ich lasse jetzt einfach mein Geschriebenes da. Und gehe nochmal mit dem Stift durch und erläutere Ihnen einfach, was ich gerechnet habe. Okay, also ich hoffe, das ist Ihnen recht, denn es ist schon, wie man vielleicht im Hintergrund sieht, relativ spät am Abend und ich wollte jetzt eigentlich gleich Feierabend machen und nicht noch eine Stunde Filmchen drehen. Also ich nehme jetzt einfach eine unauffällige Farbe, wie zum Beispiel hier Mintgrün. Also, was ist. Meine Funktion ist f von xy gleich x plus 2y, Nebenbedingung Wurzel x plus ln y gleich m. M ist dann gleich 2 plus ln 2, ist ungefähr gleich 2,7, spielt aber eigentlich gar nicht so eine große Rolle. Gut, die Lagrange-Funktion ist dann also gleich der Funktion selber, x plus 2y minus lambda mal meiner Nebenbedingung, also Wurzel x plus ln y minus m. Der Definitionsbereich ist auf jeden Fall, da muss ich ja aufpassen wegen der Nebenbedingungen, zumindest möglicherweise, steht nicht so explizit mit dabei, aber ein Wurzel ziehen kann ich ja nur aus Zahlen, die positiv sind oder nicht negativ und Logarithmus nur aus Zahlen, die positiv sind. Also könnte das zumindest auch der Definitionsbereich meiner Funktion sein. Okay, jetzt nehme ich die Ableitung. X abgeleitet gibt 1, Wurzel x abgeleitet gibt 1 durch 2 Wurzel x, das Lambda bleibt stehen, also ist das meine erste Nebenbedingung. Meine zweite Nebenbedingung, 2y abgeleitet nach y gibt 2, Lambda ln y abgeleitet gibt Lambda durch y, das ist meine zweite Nebenbedingung. Jetzt kann ich das nach Lambda auflösen, dann kommt raus Lambda gleich 2y, kann das in die erste Bedingung einsetzen. Der kürzt sich ein bisschen was raus und dann komme ich auf Wurzel x gleich y oder x gleich y Quadrat. Okay, sehr schön. Jetzt steht da in meiner Nebenbedingung, ich habe ja jetzt mein Lambda eliminiert, also habe ich jetzt zwei Bedingungen mit zwei Unbekannten, nämlich dieses x gleich y Quadrat, das ist quasi die Bedingung zweiter Ordnung, erster Ordnung, Entschuldigung, Bedingung erster Ordnung und ich habe ja noch meine Nebenbedingung, nämlich Wurzel x plus ln y gleich m. Jetzt setze ich einfach das da ein, dann steht da Wurzel aus y Quadrat plus ln y gleich m und m ist ja gleich 2 plus ln 2. Eine Lösung, dann kann ich direkt raten, nämlich wenn y plus ln y gleich 2 plus ln 2 ist, dann ist natürlich y gleich 2 auf jeden Fall eine Möglichkeit. Die habe ich hier hingeschrieben. Die Frage ist dann natürlich, gibt es vielleicht noch eine andere Lösung? Das ist ja explizit gefragt. Überlegen Sie auch, ob es mehrere Lösungen geben könnte. Und da müsste man natürlich dann auch einen Satz zu schreiben. Und die Antwort ist, nein, kann es nicht geben, denn die Funktion y plus ln y, einfach als Funktion von y, ist ja streng monoton steigend. Y ist streng monoton steigend, ln y auch. Also habe ich hier eine steigende Funktion. Und da wird jeder Funktionswert nur einmal angenommen. Die Funktion ist ja umkehrbar und eindeutig umkehrbar. Das heißt also, es gibt nur einen einzigen y-Wert, für den gilt y plus ln y ist gleich 2 plus ln 2. Gut, x ist ja gleich y Quadrat, also gleich 4. Und das Lambda ist dann auch gleich 4. Oben steht, ich sollte das Lambda ausrechnen, wobei das in der weiteren Aufgabe gar nicht mehr benötigt wird. Oft ist es ja so, dass wenn man das Lambda ausrechnet, dass man auch irgendwo dann die Funktion nach dem Lambda ableiten soll, nach dem m ableiten soll. Das ist hier allerdings nicht der Fall. Wäre auch ziemlich schwierig, denn für ein allgemeines m könnte man diese Gleichung, die ich oben, also diese Gleichung y plus ln y gleich m, könnte man gar nicht lösen. Oder zumindest mit den Funktionen, die Sie so kennen, kann man das nicht lösen. Es gibt Funktionen, die sowas knacken können, die heißen dann irgendwie Produktlogarithmus oder so, aber das sind Spezialfunktionen, die haben mit VWL relativ wenig zu tun. Also interessieren wir uns dafür jetzt nicht. Gut, führen Sie eine Kurvendiskussion
für die Nebenbedingungen durch. Hier steht, dass diese Nebenbedingung implizit gegeben ist. Das heißt natürlich, es steht nicht da, dass die Kurvendiskussion auch mit impliziten Funktionen arbeiten soll. Kann man machen, muss man aber nicht unbedingt. Ne? Also ich soll insbesondere überlegen, ist die Funktion monoton? Ist sie konvex? Was der Funktionswert für x gleich 0? Wie sieht es aus für y gleich 0? Und kann ich vielleicht noch weitere Punkte ausrechnen? Ja, okay. Ich habe jetzt hier zwei verschiedene Rechnungen gemacht, nämlich einmal die Rechnung mit einer explizit ausgerechneten Funktion und einmal mit der impliziten Funktion. Und Sie sehen hier, lila ist explizit, orange ist implizit und die sind beide ungefähr gleich lang. Das heißt also, man spart nicht viel mit den impliziten Funktionen, aber man verschenkt auch nicht allzu viel. Ich erläutere kurz beides. Also einmal habe ich einfach diese Nebenbedingungen genommen, habe sie nach y aufgelöst und kann dann natürlich diese Funktion einfach nach x ableiten. Dann muss man berücksichtigen, innere Ableitung mal äußere Ableitung. Dies hier ist die innere Ableitung, minus 1 durch 2 Wurzel x. Die äußere Ableitung bleibt einfach stehen, e-Funktion bleibt ja e-Funktion. Das ist also negativ, denn 1 durch 2 Wurzel x ist positiv, Minuszeichen ist negativ und eine e-Funktion ist immer positiv, also insgesamt negativ. Die zweite Ableitung, die ist jetzt ein bisschen kniffliger, denn da muss ich die Produktregel anwenden. Erstmal leite ich den ersten Faktor ab, dieses minus 1 durch 2 Wurzel x, das abgeleitet, 1 durch Wurzel x ist ja gleich x hoch minus 1 halb, das abgeleitet gibt nochmal minus 1 halb mal x hoch minus 3 halbe. Das heißt, das ist zusammen mit dem Faktor 1 halb ist dieser Faktor. Und die e-Funktion bleibt stehen. Und dann muss ich ja nochmal die e-Funktion ableiten. Und dann fällt wieder dieses minus 1 durch 2 Wurzel x raus. Da steht dann da zweimal mal und wieder der e-Funktion. Das kann ich zusammenfassen. Und was man eben sieht, ist, dass dieser Faktor ist auf jeden Fall positiv. Dieser Faktor ist auch positiv, also insgesamt positiv. Also habe ich eine Funktion, die monoton fallend ist und konvex ist. Ja, und ausrechnen kann ich die natürlich an allen möglichen Stellen. An der Stelle y gleich x gleich 4 habe ich ja schon ausgerechnet. Den Punkt, da ist es ja gleich 2, das stand ja schon oben. Und an der Stelle 0 sollte ich das ja ausrechnen. Da kommt dann raus e hoch 2 plus ln2 und da kann ich dann das mit e-Funktionsgesetzen so ein bisschen umformen. Das ist gleich 2e Quadrat, falls das ein bisschen leichter ist. 2e Quadrat, das ist so ungefähr gleich. Also e ist ja gleich 2,7, e Quadrat ist ungefähr gleich 7,5, also 2e Quadrat ist ungefähr gleich 15. Und an der Stelle 1 kann ich die Funktion auch ausrechnen. Da ist der Funktionswert gleich 2e. Und dann habe ich schon drei verschiedene Werte. Das ist schon mal hilfreich. Ne? Ich sollte auch noch ausrechnen, was ist, wenn das y gleich 0 ist. Y gleich 0, dann steht da ja ln y. Ln y ist ja quasi gleich minus unendlich. Ne? Das geht ja gar nicht. Das heißt also, für y gleich 0 ist die Funktion gar nicht definiert. Und wenn y gegen 0 konvergiert, dann sehe ich an der Funktionsgleichung, y gegen 0 bedeutet ja, dass das x auf der anderen Seite gegen plus unendlich gehen muss, um das auszugleichen. Und man kann es umgekehrt noch besser sehen, dass wenn das x hier ganz oben in der ersten Gleichung gegen plus unendlich geht, dann steht da ln y gleich und dann steht da was ganz Großes Negatives, denn x gegen unendlich heißt Wurzel x auch gegen unendlich. Das heißt, 2 plus ln 2 minus Wurzel x geht gegen minus unendlich. Also ln y geht gegen minus unendlich und das geht nur, wenn y gegen 0 konvergiert. Okay, das heißt, ich habe da eine Konvergenz gegen die x-Achse. Das Gleiche kann ich auch ausrechnen, wenn ich möchte, über implizite Funktionen. Das habe ich hier mal gemacht, habe mir die Funktion einfach hingeschrieben, habe die abgeleitet nach x. Und da muss ich jetzt aufpassen. Wurzel x abgeleitet ist gleich 1 durch 2 Wurzel x und ln y abgeleitet. Y ist ja eine Funktion von x. Also ist das innere Ableitung y' mal äußere Ableitung 1 durch y. Das ist dieses Ding.
Soll gleich 0 sein, also kann ich das nach y' auflösen. Das ist dann gleich minus y dividiert durch 2 Wurzel x. Und weil ja y und x beide positiv sein müssen, ist das also insgesamt eine negative Zahl. Also das gleiche, was ich eben auch schon ausgerechnet hatte. Erste Ableitung positiv, habe ich hier mit einer meiner Meinung nach etwas einfacheren Rechnung auch nochmal ausgerechnet. Zweite Ableitung. Dafür habe ich diese Funktion hier einfach mal mit 2 Wurzel x multipliziert, um auf eine etwas schönere Gleichung zu kommen. Dann bin ich auf diese gekommen, nämlich y plus 2 Wurzel x mal y' ist gleich 0. Und die kann ich einfach nochmal ableiten. Dann komme ich auf das Ding hier. Ne? Und da fällt ein bisschen was raus. 2 und 2 fällt raus und dann kann ich mit Wurzel x nochmal multiplizieren. Und letzten Endes muss ich aber im Wesentlichen nur nach dem y2' auflösen. Das habe ich hier auch gemacht und dann komme ich auf diese Gleichung hier nach y2' aufgelöst. Und da ist halt dann der Punkt, Wurzel x plus 1 ist immer positiv, dividiert durch 2x ist auch immer positiv, Minuszeichen. Das ist negativ, y' ist auch negativ, minus mal minus gibt plus, also insgesamt was Positives. Hatte ich eben auch schon ausgerechnet, dass die zweite Ableitung positiv ist, hier nochmal ausgerechnet. Meiner Meinung nach ist die zweite Rechnung ein bisschen eleganter, aber Sie können im Prinzip, wenn nicht explizit dasteht, rechnen Sie mit impliziten Funktionen, können Sie natürlich machen, was Sie wollen. Und die Argumentation für die verschiedenen Funktionswerte bleibt ja gleich. Gut, jetzt sollte ich noch die Funktion selber im Koordinatensystem skizzieren, also die Nebenbedingung. Und das habe ich hier schon gemacht. Das ist jetzt schon ein bisschen was eingezeichnet. Das ist diese fette lilane Funktion. Da steht ja Nebenbedingungen mit dabei. Das habe ich einfach die Punkte eingezeichnet, die ich kenne. Und dann weiß ich ja noch, dass die Funktion monotonfallend ist, gegen die x-Achse konvergiert und so kann ich sie ganz gut einzeichnen. Und dann habe ich noch eine Höhenlinie eingezeichnet, nämlich die Höhenlinie, die durch den optimalen Punkt verläuft. Dazu habe ich einfach ausgerechnet, was ist denn der Funktionswert bei dem optimalen Punkt? Die Funktion ist ja x plus 2y. Am optimalen Punkt gilt ja x gleich 4 und y gleich 2, also x plus 2y gleich 8. Dann habe ich diese Gleichung x plus 2y gleich 8, habe ich einfach nach y aufgelöst und dann steht da y gleich 4 minus x halbe. Und die kann ich einzeichnen. Das ist die, sollte ich vielleicht mal ein bisschen dicker einzeichnen. Das ist meine, ist diese Linie hier. So, so sieht sie aus. Tja, das ist die zum Niveau 8 und man sieht wunderschön. Ich habe natürlich jetzt auch versucht, relativ sauber zu zeichnen und das sollten Sie natürlich in der Klausur auch machen. Wenn Sie sauber zeichnen, dann kommen halt so Effekte wie zum Beispiel hier, dass die Funktion und die Höhenlinie tangential zueinander sind, kommen dann auch schön raus. Und wenn man jetzt hier was raus hätte, wo die beiden nicht tangential zueinander sind und auch überhaupt nicht so aussehen, dann könnte es durchaus sein, dass es dann eben auch Punktabzug dafür gibt. Also von daher eine wichtige Regel, immer wenn man skizzieren soll, so sauber wie möglich. Ne? Okay, damit ist die Aufgabe komplett gelöst. Und ich hatte dann eben in dem Stummfilm, den ich gedreht habe, blöderweise hatte ich noch ein bisschen was erzählt zu dem Thema, was wäre denn, wenn eigentlich, ach ja, nee, ich musste noch eine Sache machen, nämlich ich sollte, ja, das hätte ich jetzt fast vergessen, genau. Handelt es sich bei dem in 2.1 berechneten stationären Punkt um ein Maximum oder ein Minimum? Argumentieren Sie. Okay, dafür habe ich einfach jetzt noch weitere Höhenlinien eingezeichnet, nämlich zum Beispiel die 16er Höhenlinie, die und die 30er Höhenlinie, die startet bei 15 und geht dann bis zur 30 raus. Na, also es ist immer so, die Höhenlinien starten immer
bei dem entsprechenden halben Wert, also die 30er-Höhenlinie startet bei der 15 und geht dann raus bis zu dem Wert x gleich 30. Denn die müssen ja immer parallel zueinander sein, denn unsere eigentliche Funktion ist ja eine lineare Funktion. Und eine lineare Funktion zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass die Höhenlinien alle parallel zueinander sind und äquidistant sind. Das ist ja quasi ein Brett, was so schräg in der Landschaft liegt. Okay, und dann sieht man ja an dieser Skizze schon, dass wenn ich auf dieser Nebenbedingung mich von dem Tangentialpunkt wegbewege, dann komme ich auf immer höhere Höhenlinien. Und das bedeutet halt, dass der Tangentialpunkt eben nicht etwa ein Maximum ist, wie meistens in ökonomischen Aufgaben, sondern in diesem Fall ein Minimum ist. Das heißt also, ich habe hier ein Minimum ausgerechnet und nicht ein Maximum. Okay, das kann man auch argumentieren. Man muss ja sowas immer ein bisschen argumentativ begründen. Entweder durch so ein Bildchen oder man könnte auch sagen, wenn ich auf dieser Nebenbedingung das Y gegen das x gegen 0 laufen lasse, also x gleich 0, dann ist der Funktionswert ja gleich 2e Quadrat, habe ich ja ausgerechnet. Und 2e Quadrat ist halt größer als 8, ne? Und damit kommt das als, ist es, kommt der Funktionswert als Maximumswert nicht in Frage, denn ich habe ja schon andere Punkte, die noch größer sind. Also muss ein Minimum sein. Okay, und das war schon die letzte Aufgabe und ich hatte jetzt eben noch, und deswegen möchte ich das jetzt hier auch noch kurz erläutern. Sie können jetzt sagen, reicht mir, ich höre auf, aber wenn Sie wollen, hören Sie noch kurz ein bisschen zu, nämlich zu dem Thema, was wäre denn, wenn meine Nebenbedingung nicht als Gleichheit gegeben wäre, sondern als Ungleichheit. Und zwar einmal könnte man sagen, Wurzel x plus ln y größer gleich 2 plus ln 2. Und einmal, das ist dann himmelblau, Wurzel x plus ln y kleiner gleich 2 plus ln 2. Was passiert dann? Also ich habe die beiden Gebiete einfach mal eingezeichnet. Wenn ich größer gleich habe, dann heißt es ja, dass entweder das Wurzel x größer ist, oder das ln y größer ist als in meiner Nebenbedingung. Und das bedeutet also, ich bin oberhalb von meiner Nebenbedingung. Und eben dementsprechend in dem himmelblauen Fall unterhalb meiner Nebenbedingungen. Und damit sehe ich dann auch schon relativ klar, was wäre, wenn ich meine Funktion minimieren oder maximieren wollte, gegeben meine Nebenbedingungen in dem lilanen Fall, in dem fliederfarbenen Fall. Da ist das Maximum meiner Funktion. Ich kann ja nach oben in die Ecke, ist da auch schon eingezeichnet mit diesem Pfeil Richtung unendlich. In die Ecke nach rechts oben kann ich ja so weit wie ich will gehen, da gibt es ja keine Beschränkung. Also ist das Maximum dieser Funktion ist dann unendlich und das Minimum, das ist 8. Das Minimum entspricht genau diesem Tangentialpunkt, den ich eben auch schon ausgerechnet hatte. Das heißt, die Minimierungsaufgabe in dem fliederfarbenen Gebiet ist genau identisch, die Lösung davon ist genau identisch wie die Minimierungsaufgabe, die ich gerade schon mit Lagrange gelöst habe. Im hellblauen Gebiet ist es anders, nämlich das Minimum in dem hellblauen Gebiet ist im Koordinatenursprung, das ist eine 0, und das Maximum in diesem hellblauen Gebiet entspricht nicht dem Tangentialpunkt. Ich habe ja diese beiden Ecken in der oberen, in der 15er-Ecke da oben, da ist das Maximum ja gleich. Was ist es dann? Das ist ja, das ist dann das Doppelte von diesem Wert. Also der Wert ist ja gleich 15, das ist ja nicht 15, sondern das waren ja 2e Quadrat. Das heißt also, der Funktionswert wäre da gleich 4e Quadrat. Und wenn ich aber die x-Achse entlang gehe, dann ist mein Funktionswert sogar, konvergiert ja sogar Richtung unendlich. Das heißt also, Maximum ist da gar nicht gegeben und Minimum ist zwar gegeben, aber durch die 0 und nicht durch meine Lagrange. Bedingung. Das heißt also, wenn ich meine Gleichung, meine Nebenbedingung in eine Ungleichung verwandle, kommt es darauf an, in der einen Richtung ist die Lösung genau gleich und in der anderen Richtung bekomme ich auf eine völlig, komme ich auf eine völlig andere Lösung. Das ist meistens der Fall. Tja, wie kann man das allgemein knacken, wenn Sie jetzt sich fragen, wie hätte man das denn lösen können, ohne sich erst so ein schönes Bildchen zu machen? Und da ist meine Antwort,
Es geht zwar, es gibt eine Methode, die haben wir aber in unserer Vorlesung nicht kennengelernt, das nennt sich Kuhn-Tucker. Das lernen Sie in der Mathe-Vorlesung, wenn Sie später mal promovieren wollen. Dann lernt man diese Kuhn-Tucker-Methode kennen. Meiner Meinung nach ist die eigentlich zu abstrakt. Meine persönliche präferierte Lösung, können Sie sich schon fast vorstellen, ist Bildchen malen und sich möglichst gut vorzustellen, was passiert da gerade eigentlich und einfach aufpassen, dass man nicht aus Versehen irgendwo einen Vorzeichenfehler macht und dann kommt man eigentlich meistens auch zur korrekten Lösung. Das genauso wie in diesem Fall hier auch. Gutes Bild mit einer guten Beschriftung, präzise gezeichnet, ist meistens genauso gut wie viele, viele Formeln. Okay, das reicht. Mein Film eben, den ich gemacht hatte, der war 35 Minuten lang. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen schneller durchgekommen, das ist klar, aber vielleicht für Sie auch ganz gut. Haben Sie eine Viertelstunde gespart und wenn Sie irgendwo einen Punkt unklar finden, können Sie einfach zurückscrollen, denn ich habe die ganzen Rechenwege alle gezeigt, ne, und dann ist es hoffentlich alles nachvollziehbar und es soll natürlich nicht allzu häufig passieren, dass ich vergesse, das Mikrofon einzuschalten. Das ist einfach ein bisschen, ich habe halt eigenes Mikrofon, eigene Kamera und also Sachen und jedes Mal, wenn man ein Filmchen machen will, muss man gucken, dass alles eingeschaltet ist und manchmal vergisst man halt irgendwas. Okay, dann viel Erfolg beim weiteren Lernen für die Klausur.